Besten Dank erstmal für die Meisterschaft. Natürlich hat man 4 Jahre lang sein Herzblut reingesteckt, Vollgas gegeben, auch im Training, jede Einheit, in den Spielen dieses Jahr wirklich überzeugt. Und die Mannschaft spielt genau das, was man sich am Anfang gewünscht hat, wo es hinführt. Da kam ein Baustein zum anderen und da ist man natürlich mächtig stolz. Ja, war super. Also eine klasse Leistung und jeder Einzelne, egal wie viele Spielminuten er hatte, bin ich mächtig stolz und eine klasse Leistung von den Jungs. Ja. Das Spiel war sehr gut von der Mannschaft. Man wusste, dass es schwer wird gegen den Meister, kommenden Meister. Jetzt sind sie ja Meister. Glückwunsch erstmal an das Team. Haben klasse gespielt, die Spielvereinigung. Klasse Runde gespielt. Hochverdient Meister. Ja, zu meiner Mannschaft, die haben alles gegeben. Es war sehr schwer, heiß, drückend, aber die haben alles gegeben, die Jungs, der eine für den anderen gekämpft. Mit ein bisschen Glück wären Unentschieden drin gewesen. Der Arsch aufgerissen auf gut Deutsch. Schade, dass es nicht zum Punkt gereicht hat, da hätten wir ein bisschen eiern können. Aber wie gesagt, die haben alles gegeben, kann keinen Vorwurf machen. Es geht weiter, Kopf hoch. Wir haben einfach eine Flexibilität im Spiel, wir haben eine... Ja, wir haben eine Flexibilität im Spiel, wir lernen von Spielspieler zu, wir sind ganz variabel vom System, spielen einen schnellen, schnörkellosen Fußball und spielen vor allem miteinander. Das macht die Jungs so stark. Das Problem war, nach 3 Minuten kriegst du 1-0. Letzte Woche hast du 6-0 verloren gegen Tabelle 2. Heute nach 3 Minuten haben sie sich klasse gewehrt, haben immer wieder probiert. Man hat auch dem Gegner angesehen, die hatte immer die Angst, das Tor zu kassieren. Es hat halt leider nicht gereicht, weil der ein oder andere heute auch leider gefehlt hat vom Personal her. Aber sonst, die gespielt haben, einwandfrei. Super. Die Chancen, wie es sein wird, weiß ich noch nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wie der Gegner aussehen wird. Weil das ist das Spiel Hanau gegen Friedberg, also Fruchköbel gegen Ockstadt. Ich kenne den, Fruchköbel kenne ich ein bisschen, Ockstadt ist mir jetzt unbekannt. Werde ich mir natürlich anschauen, um dann natürlich mir ein Bild machen zu können. Aber mit der Leistung über die Saison, mit den Jungs, bin ich sehr optimistisch, dass wir den Aufstieg schaffen und dann das Ding klar machen. Wer wurde Meister, Jungs?